Ja, ich bin John Mendt, das hier ist mein Wohnzimmer und das hier sind meine beiden besten Freunde, Jesse und Walt aus der Serie Breaking Bad. War Anlass für mich und für Freunde und meine Familie, eine Reise zu machen nach Albuquerque, New Mexico. Und das ist hier drüben der kleine Trupp hier auf dem Foto. Das sind nicht meine Pfleger, sondern das hier bin ich. Das ist mein Freund Stefan, mein Sohn Liam und dessen Schulkamerad und Freund Liam. Wir haben also nicht nur eine Breaking Bad Tour nach Albuquerque gemacht, sondern wir haben auch eine Restaurant-Tour gemacht. Wie man sieht, Five Guys, vier Leute drunter, zählen können wir auch nicht. Ganz wichtig ist das hier. Das ist ein Treffen, wo ich Dan Aykroyd getroffen habe, den man ja kennt als Ghostbuster und auch als Blues Brother. Hier habe ich ihm eine Mundharmonika geschenkt, als großer Fan. Und was kann es Schöneres geben für einen Radiomann, als wenn der Megastar dann auch noch das Geschenk auspackt und drauf spielt. Das sieht man hier, es war natürlich fantastisch. Ja, mein Sofa, ältere Sofas setzen sich immer mehr durch, wobei das meiste hier in meinem Wohnzimmer ist frühes IKEA, bis auf der Tisch da und dieser Tisch hier. Aber wichtig für mich sind natürlich Blumen, deswegen steht hier immer eine, ist auch immer eine und dieselbe. Die wird dann einfach reanimiert. Hier drüben steht in der Ecke etwas Wichtiges, das ist der Deutsche Radiopreis für die beste Morningshow, den wir mal gewonnen haben. Der steht hier ein bisschen versteckt, damit es nicht so angeberisch aussieht. Das hier ist auch frühes IKEA. Wenn man gerade mal irgendwie mit dem Leben abschließen möchte, ist das ein ganz tolles Bild, kann man sich dann länger angucken. Hier drüben meine neueste Errungenschaft, ein großer Fernseher. Hier kommen dann die Jungs in der großen Pause und spielen ein bisschen FIFA 17, während ich noch bei Radio Hamburg bin. Aber hier kann ich auch gerne Netflix suchten natürlich. Aktuell Walking Dead zu Ende geguckt, die sechste Staffel. Mit meinem lieben Freund Frank Salzbrenner bin ich mindestens zweimal im Jahr in Paris und deswegen ist dieser Eiffelturm hier so wunderschön und erinnert mich daran, dass wir bald auch wieder eine schöne Reise machen werden. Und da schließt sich auch schon der Rundgang hier wieder. Und ja, das ist mein schönes Wohnzimmer.